Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen Dark Aether Glitch oder gesagt einen Instant Dark Aether Glitch für die primären Waffen. Ihr könnt diesen Glitch für die primären sowie auch für die sekundären Waffen machen. Für die sekundären Waffen habe ich vor diesem Video ein Video hochgeladen gehabt, wo ihr sehen könnt, wie man den Glitch für die sekundären Waffen machen kann. Heute zeige ich euch den Glitch für die primären Waffen. Was ihr dafür benötigt, ist einfach nur ein Freund und eine Zombie-Tarnung auf der Waffe, auf der ihr so gesehen Dark Aether haben möchtet, aber mehr auch nicht. Das erste, was ihr macht, ihr lasst euch von eurem Freund in eine Ligaspiel-Lobby einladen. Sobald ihr diese Einladung bekommen habt, nehmt ihr diese einfach an. Okay, wenn ihr dann jetzt in Ligaspiel seid, geht ihr auf Waffen, geht auf den Klassen-Editor. Hier ist es wichtig, dass die Klassen wie bei mir clean sind, sprich, dass da keine Waffen ausgewählt ist, gar nichts. Wenn das der Fall ist, dann sollte das Ganze klappen. Nun geht ihr auf die Klasse, wo eure Waffe drin ist, die ihr auf Dark Aether haben möchtet. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal bei meiner ersten Klasse. Wenn ihr dann nun auf eurer ersten Klasse drauf seid, geht ihr auf Taktik und geht hier auf die Betäubungsgranate mit dem Cursor und nun drückt ihr einfach die Dreieckstaste. Nun muss euer Freund die Party mit in den Multiplayer-Modus nehmen. Sprich, er drückt die Kreistaste, drückt auf X mit Party verlassen und dann einfach auf mehr Spieler. Sobald ihr in mehr Spieler seid, drückt ihr einfach wieder die Kreistaste, drückt einmal X auf die Betäubungsgranate und dann seht ihr, dass ihr hier eure Multiplayer-Klasse habt. Nun wählt ihr einfach im primären Slot die Waffe aus mit irgendeiner Zombie-Tarnung, ist egal welche, Hauptsache die Waffe hat eine Zombie-Tarnung, bei mir ist jetzt die Krieg. Dann geht ihr auf den Waffenschmied, geht auf Aussehen, geht auf Tarnung, geht auf Zombies, geht mit dem Cursor auf irgendeine Tarnung und drückt die Dreieckstaste. Nun sagt ihr eurem Kollegen Bescheid, dass er in eigene Spiele reingehen soll. Und sobald ihr in eigene Spiele drin ist, geht ihr wieder aus diesem Sozialscreen raus, indem ihr einfach einmal die Kreistaste drückt. So Leute, sobald ihr dann nun in eigene Spiele drinnen seid, drückt ihr die Kreistaste, drückt einmal X, dann seht ihr, dass hier ein paar Tarnungen unlocked wurden. Nun geht ihr nämlich einfach auf die Tarnung drauf, die ihr gerade angewählt habt, mit dem Cursor, das ist ganz wichtig. Einfach mit dem Cursor auf die Tarnung drauf gehen, die ihr gerade angewählt habt. Nun drückt ihr die Dreieckstaste, nun sagt ihr eurem Freund, dass er euch mit in Ligaspiel nehmen soll. Sobald ihr in dem Ligaspielmodus ist, drückt ihr wieder Dreieck, also er gesagt, ihr drückt jetzt Dreieck, wenn ihr genau diesen Screen hattet wie ich, wo ihr kurz die Tarnungen gesehen habt. So, und wenn ihr nun in Ligaspiel seid, drückt ihr die Kreistaste, drückt noch einmal X auf die Tarnung, dann drückt ihr die Kreistaste, geht auf Beherrschung und hier könnt ihr dann sehen, dass ihr jetzt alles freigeschaltet habt. Nun wählt ihr die Tarnung an, die ihr auf dieser Waffe haben möchtet. Ich mache das Ganze jetzt wie gesagt mit Dark Aether. Wir drücken einmal X. Dann drücken wir nun wieder die Dreieckstaste. Nun muss euer Freund in eine Mehrspieler-Lobby wieder gehen mit euch. Das ist sehr wichtig, Leute. Okay, und sobald ihr in Mehrspieler seid, drückt ihr die Kreistaste, drückt noch einmal X. Und das war's, Leute. Jetzt habt ihr schon Dark Aether auf dieser Waffe gesaved. Oder eher gesagt, auf dieser Klasse. Und ja, das könnt ihr jetzt für alle anderen Klassen machen. Es ist jetzt ein bisschen verglitscht. Aber ihr seht, es klappt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst den Daumen da, haut rein und ciao!